Moin Moin Leute, willkommen zu einer kleinen weiteren Streckenmod-Vorstellung. Ja, ich stelle euch heute die Strecke Nogaro vor. Ist eine französische Strecke. Ich kenne sie selber noch nicht, ich habe sie noch nicht gefahren. Ich weiß absolut nicht, wie die Strecke ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Halt, bevor ich irgendwas mache, ich muss mal kurz... Halt. Die Sounds hier. Ja, Sounds runterstellen. Weil bevor ich da irgendwas mache... So. So, ich habe einfach mal wieder einen Nissan genommen. Upsala. So, ich habe mal wieder einen Nissan genommen. Ja, ich habe auch wieder Gegner auf der Strecke gestellt. So, das erste, was mir auffällt, hochauflösende Boxengasse. Das ist schon mal gut. Yeah. Der war schon mal genial. So, ich werde die Strecke erstmal selbst ein bisschen abfahren, damit ich gucken kann, wie die Strecke so ist. Okay. Okay, das ist eine ziemlich harsche Kurve. Okay. Wow, alter Vater. Okay. Ne, wie gesagt, ich fahre die eben kurz mal selber ab, damit ich sehen kann, wie die Strecke ist. Okay, 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 okay. Bevor ich hier irgendeinen Fehler mache. Junge, was ist das für eine Kurve? Da muss man definitiv früher bremsen, so viel ist sicher. Ah, ich glaube doch, die bin ich einmal gefahren, hab's dann aber wieder sofort. Danke. In der Zolle geklappt. Ja, jetzt sind beide Lichter aus. Ja. Na egal, macht nichts. Ja. Wie gesagt, ich fahre die Strecke eben schnell ab. Und dann kommen wir zu den ganzen Details. Boah, Alter. So. Kommen wir mal zu den ganzen Details, was mir aufgefällt. So, hier haben wir erstmal die Dinger. Auch ganz schön. Dass da in der Mitte dann für die Kurvenausfahrt im Prinzip das Ding ist, finde ich auch gut. Hier irgend so eine Ausfahrt, so wie es aussieht. Die Curbs sind ziemlich abgenutzt. Schickes Detail, muss ich sagen. Ja, Tribünen gibt es auch wieder. Hier drüben ist die Box. Ah, hier drüben ist die Boxengasse, so wie es aussieht. Wenn ich gerade mal gucke. Ja, ziemlich hochauflösendes, hochauflösende Straße. Okay, aber da hinten kann man nicht rein, oder? Nein. Lol, die haben da sogar extra ein Schild hingemacht. Okay. Schick. Man sieht definitiv hier auch das mit den Reifenspuren, das hier gestartet wird. Finde ich ein ganz schickes Detail. Oh, hier. Nogora. Oder Nogara. Irgendwie sowas. Finde ich schick. Der Rasen. Gut, was soll man dazu sagen? Es ist definitiv... Sorry, ich habe vergessen, gerade das auszumachen. Der Rasen, gut. Es ist recht hoch detailliert, aber es ist wie gesagt halt eben nur eine Textur. Ist in Ordnung, sagen wir es mal so. Ja, komm, da fahrt eben vorbei. Upsala, sorry. Was soll immer da für ein Magus? Oh, der Vapor. Ja, Bäume? Keine Ahnung, ob die jetzt gerade hochauflösend sind. Doch, sind hochauflösend. Finde ich prima. Das denke ich mal sollen Glaswände darstellen. Okay, es sieht... Wenn es Glas darstellen soll... Sorry, sieht kacke aus. Wenn es einfach nur solche Plastikwände darstellen soll, prima Arbeit gemacht. Wobei, die Farbe... Hätte er vielleicht ein bisschen ausfallen können oder schickere Farbe machen können. Ganz ehrlich. Wie gesagt, ich komme auch zu den Kurvendetails und so auch gleich erst. Die Zwischenwände, ganz schick gemacht. Was ich hier so ein bisschen kacke finde, hier, warum so abgehackt? Da hättet ihr noch mal, hättest du wenigstens das abrunden können oder so. Weil selbst in der richtigen Race-Welt ist das, glaube ich, auch so ein bisschen abgerundeter. Würde ich jetzt sagen. Glaube ich zumindest. Korrigiert mich, falls ich da falsch liege. Ja. So, komme ich einfach mal jetzt
zu der Strecke selbst. Ziemlich lange gerade, was ich schick finde. Es scheint ein Flugplatz da zu sein, so ein Mini-Flugplatz, auch ganz schick. Eine ziemlich Haarspur, hier darfst du echt nicht zu schnell, hier musst du echt richtig früh bremsen. Was ich schick finde, ist auch hier, dass die Tribünen so nah dran sind. Ziemlich harte Kurve, muss ich sagen, hier gerade mal. Wow, hier wieder. Also hier darfst du echt nicht zu schnell reinfahren. Ich finde das mit dem Reifen hier ziemlich gut. Der Reifen ist, wie man sieht, hochauflösend. Oder? Ja, oder zumindest die Textur davon ist hochauflösend. Man sieht zumindest, dass es den Reifen darstellen soll. Ist in Ordnung. Finde ich ganz okay. Hier ist die Boxengasse. Oder? Nee, hier ist nicht die Boxengasse. Also man kann sich hier leicht verirren in der Straße. Denn die eigentliche Boxengasse ist ja wiederum wo ganz anders. Die eigentliche Boxengasse ist ja hier vorne, wo die reinfährst. Wie gesagt, viele Startplätze, ich weiß jetzt allerdings nicht wie viele. Hier musst du teilweise selbst deine Bremspunkte finden, damit du weißt, wie du hier fahren musst. Ist anscheinend eine recht schnelle Kurve. Ich guck mal kurz, dass ich die hier schnell durchfahre, um zu gucken, was für Zeiten machbar sind. Okay. Das ist dann doch schon ein bisschen heftig. Oh ja, also hier darfst du echt nicht zu schnell fahren. Man sieht ja schon, worauf das hinausführt. Das finde ich eine richtig schön lange Gerade. Hier kannst du schön überholen. Das ist ja das Schöne daran. Und hier musst du im Prinzip schon deinen Bremspunkt finden. Vor dieser grauen Linie, weil das ist hier eine Einserkurve. Die ist echt heimtückisch. Wenn du da nicht rechtzeitig bremst, dann hast du echt verkackt. Deswegen aufpassen, Leute, wenn ihr hier diese Strecke fahren wollt. Hier hast du wenigstens noch keinen Schotter. Das finde ich auch schön, dass du da wenigstens noch ein bisschen ausrollen kannst. Oh, hier kannst du im zweiten Gang durch. Auch schick, aber hier darfst du nicht in den dritten Gang reinkommen. Es sei denn natürlich, du optimierst das Ganze ganz klar. Uiui. Zweite Gangkurve. Okay. Fahren wir einfach mal, lassen wir mal ein paar Funken sprühen. Auch in Ordnung. So, wir sind jetzt 1,32 gefahren. Ich guck mal, ob ich nicht noch eine bessere Runde hinkriege, weil das war jetzt gerade noch ein bisschen kacke gefahren. Guck ich einfach mal. Ja gut, der war jetzt kacke. So, die Kurve darf man nicht unterschätzen. Also wenn man da nicht fahren kann, fliegt man hier sehr schnell raus. Zwei erste Gangkurven im Prinzip hintereinander. Ziemlich S-Kurvenlastig hier. Ja, wie gesagt, hier die lange Gerade. Was ich geil finde, ist das mit den Dünen. Das haben sie richtig geil hingekriegt. Oder der Modder zumindest. So, hier darf ich wieder bremsen. Habe ich noch gerade eben rechtzeitig gebremst. Da kann ich ja doch noch eine Sekunde rausholen. Das ist schön. Okay, fast einen Tick zu weit rausgekommen. Wow, jetzt bin ich zu weit rausgekommen. Da habe ich vergessen, dass das eine Zweigangkurve ist. Okay, die Strecke ist ziemlich heimtückisch. Wie gesagt, hier aufpassen, dass man da nicht reinfährt, weil das ist dann doch schon ein bisschen heftig. Zweite Gangkurve, definitiv, wie gesagt. Na, und. Und 30, 31, okay. Schaffbar ist es. Nee, auf jeden Fall ist eine richtig schicke Strecke. Ich persönlich mag sie jetzt allerdings nicht, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu offene Strecke. Ich wäre mehr so der Typ, der dann doch die DTM-Strecken liebt, wo auch viel Absperrung ist und so. Wie gesagt, ich finde das ein nettes Feature mit den abgenutzten Curbs. Total schick gemacht. Die Strecke selbst ist aber in ziemlich gutem Zustand. Wenn man bedenkt, dass da hinten drüben ein Flughafen ist. Und, ja.
Jetzt habe ich einen Tick zu früh gebremst. Macht nichts. Besser zu früh als zu spät. Ich werde jetzt definitiv in die Box fahren. Ne, wie gesagt, sagt mir einfach, wie ihr das findet. Und dann ja. Dann werdet ihr ja sehen, wie das, wie die Strecke ist. Download-Link und so ist in der Videobeschreibung dann. Dementsprechend. Und gebt mir einfach eure Meinung ab. Und dann werden wir ja sehen, wie es läuft. Und ja. Ich fahre jetzt wie gesagt in der Box. Und ja. Das wär's dann sozusagen von der Strecke. Siehst du? Da hätte ich jetzt, wollte ich gerade in die Box da drüben fahren, obwohl das nicht die Box ist. Wie gesagt, leicht verwechselbar. Aber nun gut. Ganz in Ordnung die Strecke. Ganz passabel. Bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Schick gemacht. Aber nun gut. Was? Wo denn? Upsala. Ich hab tatsächlich die Boxeneinfahrt verpasst. Ach komm, ist mir jetzt auch egal. Machen wir es so. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Strecke gefallen. Und schreibt mir einfach die Meinung unten rein. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Mod-Vorstellung. Bis dahin, ciao.